Jawohl! Das war aber krass. Ob wir es schaffen, dass die Liege von dem Krankenwagen da oben drauf zu werfen und wieder runterzukriegen? Ihr könnt dem Truck gerne einen Namen geben. Gebt ihm einen. Ja, Hoggy. Geht nicht. Warum soll ich mir eine Bowlingkugel kaufen, wenn es die da umsonst gibt? Schokolade. Basti, Schokolade. Ich nehme die rosa Kugel. Nein, ich nehme die grüne. Und! Ah. Du schummelst! Nein! Du bist weiter vorgerannt. Ach, gar nicht. Strike. Ach, erzähl nicht, du schummelst. Ah, du meinst Chris. Ich hab's auch gesehen, dass er beschissen hat. Gar nicht. Was laberst du da für einen Scheiß? Du rennst ja fast bis vor. Ja, wenn du das sagst. Koffer gehauen und dann rein. Kann man die resetten? Anscheinend nicht. Schade. Guck dir mal den komischen Vogel an. Ob der Schnaps hat? Ich würde sagen, ja. Ob ich ihn rausziehen kann? Eine Bacardi Cola, bitte. Long Island Eistee. Hey! Schlag noch eine rein. Ich habe ins Auge gefasst. Bruder, ich fass dir ins Auge. Ja. Okay, schade. Man kann es nicht resetten. Also das sollten sie vielleicht noch machen. Das wäre cool. Ich mag so Krabbeltische. So. Gut, dann machen wir noch zwei, dreimal unten die Mission. Ja. Moment, umdrehen. Einmal Chris umdrehen. Ich glaube, du kannst hier auch noch die Autos färben, also umlackieren. Irgendwo hatte ich da was gesehen, wahrscheinlich bei der Farbe da neben dem Burgerladen. Vermute ich jetzt mal. Ah. Yeah. Was machst du? Neben dem Burgerladen? Farbe? Was ist denn das hier? Guck mal, siehst du das weiße Hut auf der Karte? Den weißen Hut? Ja, das sehe ich. Das ist doch mal eingehen, ist doch hier links der Laden. Der Wonderful Wobbly Quiz on the second floor. Okay, eine zweite Etage. Was ist denn irgendwas? Was ist das für ein Vogel? Den Hut kennen wir doch. Von Weft. Hat von Weft geklaut. Gib den Hut her. Geil. Ich fass dir ins Auge. Wie du tust Spezi mit Wasser mischen. Das ist dann Spezi Light oder was? Green Screen. Green Wall. Die Mondlandung. Ja, ich bin drin in der Mondlandung. Zwei Mumien auf dem Mond. Der neue Blockbuster. Nächsten Sommer. Der Mars. Okay. Bob-O-Matic. Interact. Steck mal Kopf rein. Da kannst du Deko kaufen für das Set. Was kann man da? Deko kaufen für das Set. Ja. Schwachsinn. Braucht man nicht. Kannst dich umziehen. Auch uninteressant. War das der Aufzug? Warte mal, da hinten sind noch Zimmer. Hier ist noch ein Aufzug.
Und da sind wir gekommen. Da haben wir auch mal Fortnite gespielt. Fortnite war langweilig. Nur einfach. Ja. Hier ist das. Was ist hier? Das Quiz-Dingens. Hey, du in der nächsten Quiz-Show. Aber natürlich. Was ist das los? Wir spielen hier Wobbly-Quiz. Okay. Wonderful Wobbly-Quiz. Wow, wir können eine Mikrowelle gewinnen. Mikrowelle. Jelly, Jelly. Siehst du? Du auf, wir haben einen Punkt. C. Ja, mit dem Monster fressen. Mit dem. Na hier. Mit dem Müll. Ja, was Monster Müll auf, genau, richtig. Unten in diesem Ding da. Ja, mit einem Atommüll, das habe ich. Wobbly-Farm? Farm? Nimm Tomaten. Nimm A. Oder was? Korn? Keine Ahnung. Was? Ich nehm Erdbeeren. Naja, machen wir es halt nochmal. Oh, wir haben nicht gewonnen. Oh. Okay. Wenn die erste Frage gleich wieder dieselbe ist, machen wir es gerade nochmal. Ja, ja. Los, das ist ein anderes Glas. Da, wir bekommen einen Kuchen. Der hat hier über die Mikrowelle gehabt. Vielleicht kriegen wir als nächstes ein Handy. Okay. Bestimmt Eigenwerbung. Rubberband Games. Ja, würde ich auch sagen. Wir müssen 5 Fragen richtig kriegen. Was ist ein Bart? Join. Okay. Keine Ahnung, hab noch keine gesehen. Ich sag 2. Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade drücken. Aber gut. Hast es ja geschafft. Bin ich ja überflüssig schon fast. Von einem Wobbly. Wobbly. Wo wir das Geschenk aus dem Arsch gezogen haben. Sowas vergisst man nicht. Nein.
Pizza. Es waren überall Bilder von Pizza und Aliens in den Tempeln. Ja, stimmt, die Pizzastücke. Wir streamen immer, wenn wir Zeit haben, da wir sehr arbeitstechnisch einbezogen sind. Je nachdem, wir sind auch relativ neu noch in diesem Milieu und versuchen noch einen Streamplan, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Left Side, oder? Die sitzen rechts. Ja. B. Oder in der Mitte? Nein, rechts, oder? Nee, gut, war doch links. Also wie gesagt, wir müssen dann noch ein bisschen gucken, wie wir das noch alles ein bisschen vermarkten und ja. Es ist noch relativ wird neu. Noch bearbeitet. Ja, genau. Kuchen. Das ist alles noch ein bisschen neu für uns. Kuchen! Ja, kannst Kuchen behalten, ich nehme lieber das Geld. Kann man den irgendwie essen oder was macht man damit? Warum gewittert's jetzt? Da ist noch ein Kuchen. Ja, was willst du denn mit dem? Ja, keine Ahnung, hätte sein können, du weißt, was man damit macht. Ich nehme ihn mit. Das ist Ausgang. Ich nehme das Geld reicht. Ich brauche keinen Kuchen. Ich hätte die Mikrowelle genommen, aber Kuchen brauche ich nicht. Warte, ich drücke, ich habe noch eine Hand frei. Wie gesagt, ihr könnt auch zum Beispiel wie heißt das scheiße Gedönsding da? Jetzt müssen wir wieder einen anderen Aufzug. Ich weiß gerade nicht, was du meinst, sonst würde ich dir helfen. Nicht TikTok, das andere, was wir Scheißding da haben. YouTube. Nein, das auch. Insta. Instagram, genau. Ihr könnt Instagram könnt ihr mal gucken. Da seht ihr so ein bisschen was aus unserem Leben, was wir so machen. Und ich bin noch 90 Geld. 90 Geld noch? Dann machen wir noch zwei Quests. Na, gucken wir mal, ob sie es jetzt komisch ausbringt. Warum mache ich da zur Polizei? Hinter dir. Ja. Hinter mir. Hm. Bin ich paranoid, aber ich mag die Polizei nicht. Man kann hier in den Zellen schlafen. Ist ein Geschenk. Ich komme. Ja, ich komme. Ja. Kann man ja mal die Nacht über schlafen. Was auch immer das bringt. Dankeschön. Dankeschön, es hat auch sehr gut geschmeckt, das Sushi. Es war selbst gemacht, auch die Thunfischcremes war der Hammer. Es war richtig geil. Hier ist nichts. Hier kann man wohl gar keine Quest machen. Schade. Also ging es wahrscheinlich eher darum, das Auto zu klauen. Wahrscheinlich. Bei den Sushi war einmal Lachs drin und bei dem anderen, also es waren zwei Füllungen, war eine Thunfischcreme drin, die mit Sojasauce gemacht wurde, mit Shiraza. Also es war wirklich mal sehr gut gewesen. Ich finde, das ist meine. Das war nur der Parking-Service. Das ist mein Chris. Gut, wohin? Ja, Krankenhaus. Ja, immer Krankenhaus. Geht am schnellsten irgendwie. Verschwinde, Opa.
Die Dickmann-Packung, was da zu sehen ist, ist, dass ein verrostetes Teil, das habe ich aus meinem Auto rausgeholt, habe es entrostet und dann schwarz lackiert. Und sieht aus wie neu. Es war die Batteriehalterung gewesen. Und morgen sind die Bremsen dran. Morgen werden die Bremsscheiben gewechselt, Bremsbacken. Guckst du ein bisschen auf die Karte nebenbei? Ja. Rüber, genau auf die Straße, vorne links, durch die Unterführung. Genau. Nächste rechts und oben an dem kleinen Eisteich dann. Ja, es werden Brembos kommen, die sind auch schon da. Und ja, die Bremsbacken werden eher schwarz lackiert. Du siehst, dass das Auto ein sehr großes Auto ist, ein sehr langes. Das Auto an sich wird irgendwann mal schwarz sein. Und da wird ziemlich viel gemacht dann. Also der Wagen wird schwarz. Oh, fahrt doch mal. Das ist ja ernst. Sabotiert dich. Für den Krankenwagen. Ey. Ja, den so. Warte, Basti. So, jetzt habe ich ihn. Geh da rein, geh da rein, geh da rein! Kann man euch irgendwie helfen? Bitte. Der Wagen kriegt eine Spezialbeschichtung. Das ist diese Beschichtung, die auf diesen Pickups hinten drauf ist. Diesen Raptor-Lack nennt man den. Und der kommt, damit wird das ganze Auto lackiert. Du fährst. Und die. Ich fahr. Steig aus. Du fährst. Und dann mal gucken, entweder werden die Felgen gold oder lila. Ich weiß es noch nicht. Das entscheidet sich dann, wenn der Wagen schwarz ist. Ach, Idiot, ich hab Respawn gemacht. Ich wollte die Karte machen. Okay, du kommst direkt auf mich zu. Okay, du bist hinter mir. Bin drin. So, Map. Straßenverlauf folgen. Geradeaus durch, wenn es möglich ist. Kriegen wir glaube hin. Ja. Gut. Dann jetzt geradeaus rechts runter. Und geradeaus durch. Ja, ich, wie gesagt, bin noch am gucken. Das Gold, ich hatte damals einen Buster gehabt. Mit 400 PS und der hatte goldene Felgen gehabt. Tür ist auf. Ja, wir machen auch YouTubes. Basti und ich. Ich hatte einen Mazda 3 gehabt, ein MPS, Baujahr 11. 400 PS hatte der. Geld reicht. Dann ab in den Quiz. Du darfst auch fahren, wenn du möchtest. So. Wo waren das ungefähr? Keine Ahnung.
Wenn ihr Jungs TikTok habt, sucht nach Riches. Schreibt euch mal rein und dann seht ihr einen Teil von dem Auto. Ja, dann hau mal rein. Ja, klappt wohl nicht, hä? Okay. Okay. Kam nur wie so ein kleines Video Zwischensequenz, was auch immer. So, Chris geparkt. So, jetzt haben wir ein Haus und ja, jetzt? Jetzt ist das Spiel zu Ende. Da ist ein Telefon. You don't own any vehicles. Kannst du die Autos rufen damit? Hm. Ein schönes großes Bett. Und ein Kleiderschrank. Eine Mikrowelle wäre es toll. Oh, und eine Toilette und eine Dusche. Die Mikrowelle hätte sie ja gewinnen können. Ich klau mal deinen Kühlschrank. Dann ist aber der Kühlschrank da. Verschwindet das meiner. Da war teuer! Was ist los? Mein Kühlschrank! Ja, bleibt hier! Behalt ihn doch! Ich glaub, es geht los! Downpipe war verbaut. Der war auf Stage 2 aufgerüstet. Und Frontladeluftkühler, der ist ganz wichtig bei der Sache gewesen. Softwareoptimierung war ein sehr großes Spiel gewesen. Und so kriegst du den auf 400. Ist dann aber auch das Maximum. 400, mehr geht nicht. Wenn du mehr willst, musst du den Motor umbauen. Also wir hätten jetzt hier noch zur Option, die ganzen Pakete zu suchen. Ansonsten keine Ahnung, was jetzt hier noch so Sinn ist. Ich will wissen, wo das UFO ist. Ich will das wissen, was mit dem Schwert ist. Dann lass uns nochmal zurück in diesen Dschungel da. Quiz aus. Muss ja noch irgendwo was sein. Bubibu. Kurvenlage von dem Monster Truck ist besser. Aber ich will guck mal! Was denn? 90 Grad Steigung. Der ist da einfach hochgefahren. Wo bist du jetzt? Ich bin hier in das andere rausgegangen. Vielleicht kann ich da irgendwas mitnehmen, was mir gefällt. Bist du am Clown? Das ist genauso. Ich hab das Optimalste. Das ist genauso toll eingerichtet wie bei mir. Basti. Aber ich habe was fürs Bad gefunden. Das muss mit. Oh, gleich macht's wieder Peng. Hast du den Fernseher geklaut? Natürlich, da kommt das Badezimmer. Genau vor die Toilette. Wo war denn mein Haus? Auf der Karte zu sehen seid, oder? Das kann sein. Was? Das ist immer wieder was Geiles. Ich hab was gesehen, Basti. Wo ist mein Auto? Da ist mein Auto.
Du bist doch schon mal mit so einem Zeppelin geflogen. Mit einem Ballon, ja. Fliegt man mit so einem Ding? Du kannst hoch und runter damit steigen. Weil Sandra ist Zufall wahrscheinlich. Ich kann nicht singen. Tut mir leid. Basti, sing mal Last Christmas. Nein. Nein. Und dann werde ich verklagt wegen Körperverletzung. Nein. Ich habe nicht so viel Geld. Tut mir leid. Das lohnt sich nicht. Wo stehe ich denn den jetzt hin? Klickt denn das Scheißding da nicht? Was ist das für ein Scheiß-Zeppelin? Ach so, weil man die Dinge abmachen muss wahrscheinlich. Das ist umgefallen. Komisch. Naja. Aber man kann doch hier irgendwie noch Haustiere haben. Irgendwas war doch da. Maximal 3 Stück. Ich darf ja nicht spoilern. Richtig. Du weißt das ja auch noch nicht. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Ja. Hast du jetzt den Fernseher abgeliefert? Ja, ich habe mal auf den Esstisch gestellt. Hat nicht ins Bad gepasst. Aber ich hätte eigentlich noch die Kühlschrank mitnehmen können, die hätte ich neben das Bett stellen können. Dick, faul und gefräßig. Dafür kann ich besser Auto fahren. Ja! Sieht man. Ich fahre weiter. Wieso ist denn da offen? Hey! Willst du mich begatten oder was? Dein Geschenk ist fest. Hey, wieso ist denn hier hinten offen? Was ist denn das? Das ist ein Prop-Shop. Was ist ein Prop-Shop? Gibt's keinen Tipp Mariana oder sowas? Nein, Fisch, Fleisch, Hähnchen und eine merkwürdige gesprengelte Wurst. Ich soll sagen, Step Bro, I'm suck. Na dann. Do! Dreh dich mal um. Was machst du denn? Fass mich nicht an. In den Standby schalten, ist er bescheuert? Nein, kenne ich nicht. Wer ist Johnny Sins? Oh, wow. Okay, nein, sagt mir nichts. Ich weiß, dass man hier in der Kette nicht spielen kann. Das wäre noch lustig. Ich hab ein Jetpack! Gut. Dann lass uns mal gucken. Nochmal darüber fliegen. Sofort. In der Wobbly Mall. Hast dich umgezogen? Ich bin gerade Spielzeuggeschäft. Ich muss da noch was einkaufen. Beziehungsweise aus dem Regal klauen. Das
krieg's aber nicht raus. Scheiß Physik. So ein ganzes Regal klauen. Ich will kein Regal klauen, ich will was aus dem Regal. Ich dachte, du willst das Regal klauen. Was soll ich denn mit dem ganzen Regal? So, brauchen wir wieder einen Helikopter oder irgendwas in der Richtung. Die Physik ist manchmal echt ein bisschen.